Wenig kurz für euch. Also erstmal möchte ich meinen riesen Respekt für Tugay aussprechen, der heute diese Veranstaltung macht, auch die beiden jungen Menschen von gestern, die hier mit 20 Jahren den Mut aufbringen, sich hier hinzustellen, eine Demo anzumelden und für andere Menschen einzustehen. Und ich denke mal, gebt ihm auch mal nochmal einen Applaus als Veranstalter heute hier. Und es ist wichtig, dass wir noch ganz, ganz viele mutige solche Menschen finden, egal welchen Alters, egal welche Religion, egal welche Nationalität, welche Rasse. Und Tugay hat das eben schon richtig gesagt, wir müssen einfach als Menschen hier stehen. Ich gehe mit einigen, die heute auch hier sind, schon seit 14 Wochen auf die Straße. Wir machen hier die Montagsmahnwache jeden Montag um 18 Uhr hier für den Frieden, weil wir einfach auch gesehen haben, dass es so, so vielen Menschen schlecht geht auf der Welt, dass so viele Völkermorde passieren hier auf der Welt. Ob das jetzt ist gegen Gaza oder auch in der Ukraine, was dort unten passiert, wo uns erzählt wird, das sind die bösen Russen, das sind die bösen Ostukrainer, die Pro-Russen. Und wir vergessen ganz, dass Syrien ist jetzt ganz aus unserem Blickfeld rausgerückt, weil erst war es die Ukraine, die wurde so ein bisschen in den Medien hochgebauscht. Jetzt ist es Gaza, aber wie wir gehört haben, immer nur ganz kurz. Ich habe gestern im Radio gehört, dass die größte humanitäre Katastrophe bevorsteht, gerade im Gazastreifen, weil die Wasserversorgung komplett dort unten abgeschnitten ist, und wenn die Techniker das nicht schaffen, innerhalb von ein paar Tagen das jetzt wirklich in den Griff zu kriegen, dann haben wir eine riesige humanistische Katastrophe in Gaza. Und jetzt frage ich mich, warum muss ich es kaputt schießen, um dann zu sagen, wir müssen es jetzt ganz schnell wieder reparieren. Wir müssen langsamer aufwachen, wir müssen langsamer als Menschen, egal welche Nationalität, egal welche Religion, anfangen auf die Straße zu gehen und eine andere, eine friedliche Politik fordern. Deswegen finde ich es gut, dass wir viele Nationalitäten hier stehen. Es ist jetzt keine Demo nur für Muslime. Hier stehen Muslime, hier stehen Christen, hier stehen andere Religionen, andere Nationalitäten. Und das ist wichtig, dass wir als Mensch anfangen aufzustehen und gegen dieses ganze Unheil, was auf der Welt passiert, gemeinsam anfangen vorzugehen. Und deswegen auch keine Gruppierung, sondern wirklich als Mensch. Und wir wurden auch von der Mahnwache immer wieder beschimpft, dass wir antisemitisch sind, bloß weil wir gegen das Kapital sind, gegen das Kapitalsystem, das Zinseszinssystem. Oder auch, wenn wir uns jetzt aussprechen gegen Israel, was dort passiert, differenziert, das ist die israelische Regierung, das ist die zionistische Regierung dort, die dort dieses Unheil anzetteln. Waren vorgestern 7.000 Juden, 7.000 Israelis auf der Straße und haben demonstriert gegen diese Kriegslust, gegen diese Kriegsmachenschaften von Israel. Also es sind nicht die ganzen Juden, es sind nicht die ganzen Israelis, sondern es wäre genau das Gleiche, als wenn sie alle uns Deutsche oder die hier in Deutschland leben beschimpfen würden, weil unsere Regierung das unterstützt, weil unsere Regierung die Israelis unterstützt mit Waffen, mit Geld, weil unsere Regierung auch die ukrainische Regierung den Faschismus da drüben unterstützt, uns alle jetzt verurteilen würde dafür. Und das ist nicht richtig. Deswegen, wir dürfen keine Religion dafür verantwortlich machen, wir dürfen keine Nationalität oder Nation dafür verantwortlich machen, sondern das sind einzelne Menschen, das sind Menschen, die an der Macht sind, das sind Menschen, die das so haben wollen und die diesen Krieg auch anzetteln. Und die schicken nicht ihre Söhne oder ihre Töchter irgendwo an die Front. Die sitzen in ihren Bunkern. Und gegen diese Menschen müssen wir vorgehen. Und wenn ihr gleich auch durch die Stadt geht und auch wenn ihr massiv mit Parolen nach vorne geht, das ist alles in Ordnung. Aber bitte bedenkt, jeder Mensch hat nur 100% Energie für sich. Und wenn wir jetzt 80-90% unserer Energie auf Hass gegen die Israelis, was die jetzt dort machen, projizieren, dann haben wir vielleicht noch 10 oder 20% Energie für den Frieden. Wir sollten lieber die Energie in Richtung der Palästinenser jetzt schicken, dass es denen gut geht, dass sie
endlich Frieden bekommen, dass sie endlich dort in Ruhe leben können, ohne Bomben. Und dass wir uns die einfach vorstellen, dass sie jetzt da jubeln, die Palästinenser, weil das endlich zu Ende ist. Dass sie fröhlich sind, weil es endlich zu Ende ist und weil sie endlich im Frieden leben können. In diese Richtung sollten wir unsere Energien lenken, um unseren Brüdern und Schwestern da drüben unsere positive Energie zu schicken. Ja, das war es jetzt eigentlich von mir. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Und ich hoffe, es geht alles friedlich vonstatten, denn wir brauchen Frieden. Und Frieden können wir nicht mit Krieg hervorzaubern. Und wir können keine Probleme lösen mit den gleichen Mitteln, mit denen die Probleme irgendwann mal entstanden sind. Und wir wollen in Richtung Frieden gehen, also müssen wir sehen, dass wir das auch friedlich alle miteinander hinbekommen. Und vielleicht noch eine Bitte. Gestern war hier eine Demo, heute ist hier eine Demo. Noch von ein, zwei Mal auf die Straße gehen, werden wir nichts ändern. Das wird, wenn überhaupt, ganz kurz zur Kenntnis genommen, dass ein paar Menschen das nicht so wollen, wie es läuft. Wir müssen einfach mehr werden und wir müssen auch ständige Präsenz zeigen. Deswegen würde ich euch auch bitten, montags um 18 Uhr, wer kann, auch hier hinzukommen und für den Frieden auch einzustehen. Und wer sich nicht mitverantwortlich machen will für das, was passiert, sprecht mit euren Mitmenschen. Sprecht mit den Menschen, wenn ihr Mittagspause habt an eurem Arbeitsplatz, wenn ihr Kunden habt und die Möglichkeit habt, ein Gespräch irgendwo in diese Richtung zu lenken. Dann sprecht mit den Menschen, klärt sie auf, was hier passiert und ladet sie ein, mit aufzustehen für eine bessere Zukunft für uns alle, für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen. Alles klar. Ich bedanke mich, wünsche noch eine tolle Veranstaltung und wie gesagt, schickt die Energie positiv zu den Menschen in Gaza. Danke. Nochmal vielen Dank an Rick. Großen Applaus bitte!